Solche Klingeln sind schon lange nicht mehr up to date. Viele kennen es aus der Fernsehwerbung. Die Firma Ring verkauft Türklingeln. Wenn jemand klingelt, dann sieht man ein Video, wer vor der Tür steht. Aber man muss nicht mal zu Hause sein. Das einzige Problem, was ich mit diesen Klingeln habe, ist, dass sie relativ teuer sind. Aus diesem Grund habe ich mir die Smart Wi-Fi Doorbell bestellt. Das ist im Prinzip dasselbe, kostet aber nur 60 Euro. Und wir haben zusätzlich noch ein paar Features mehr als bei der Ring, die ich euch jetzt gerne einmal vorstellen möchte. Viele von euch kennen das, der Postbote klingelt. Manchmal klingeln sie auch gar nicht, sondern schmeißen direkt hier ihren Zettel rein. Aber heute geht es um die Smart Wi-Fi Doorbell. 60 Euro knaller Preis, links in der Infobox. Aber schaut erst das Video an, damit ihr wisst, ob das überhaupt was für euch ist. Das ist der Karton, in dem es geliefert wird, gibt es bei Amazon. Und das Ding wird akkubetrieben, kann aber auch auf herkömmliche Weise. Und das finde ich das Geniale. Es kann einfach an den vorhandenen Klingeldraht zur Stromversorgung angeschlossen werden. Das Gerät hat selbst einen internen Akku, große Akkus. Und kann somit auch einen Monat ohne Strom überleben. Kann auch im Gerät selbst geladen werden. Also selbst die Kamera kann als Ladegerät genutzt werden. Ganz wichtig, nutzbar für mehrere Personen. Also nicht nur einer, der die App hat, sondern alle Familien im Haus. Dann hat das Ding natürlich WLAN. Das wird ins häusliche WLAN mit eingebunden. Und wir können das Ganze über die App bedienen. Die App ist in Deutsch, zeige ich euch später nochmal. Und wir können natürlich, wenn der Postbote klingelt, auch mit ihm sprechen und fragen, Mensch, kannst du das Paket nicht mal bei meinem Kumpel Helmut hinstellen. Manchmal weiß man auch gar nicht, wer vor der Tür steht. Oder es sind die Zeugen Jehovas am Sonntag. Und dann möchte man nicht erst runterlaufen bis zur Tür. Man kann easy am Handy gucken und sich denken, du kommst hier nicht rein. Schauen wir uns den Lieferumfang ganz kurz an. Als erstes haben wir unsere Klingel mit dabei. Die können wir natürlich montieren und die funktioniert über Funk. Das heißt, wird an der Station gedrückt, dann kommt per Funk hierhin das Signal. Also nicht über WLAN, das ist eine reine Funkverbindung. Reichweite im Haus circa 30 Meter. Wir können verschiedene Klingeltöne einstellen. Über 50, von klassisch bis Seemannsmusik, Weihnachtsmusik. Außerdem können wir natürlich die Lautstärke einstellen. Von aus bis ganz laut. Und das hört man wirklich im ganzen Haus. Befestigungsmaterial, Imbusschlüssel und Schrauben. Ein USB-Ladekabel braucht man zum Beispiel dann, wenn man das Ganze natürlich nicht an den Klingeldraht, der vorhanden ist, befestigt, sondern das Ganze einfach so, wie man gerade möchte und lustig ist, irgendwo am Haus, am Gartenhaus, am Ferienhaus, am Boot oder was auch immer, wo man das halt befestigen möchte, dass man nicht unbedingt Strom braucht. Man kommt, wie gesagt, so um einen Monat, je nachdem, wie viel Bewegung natürlich davor ist, circa einen Monat mit dem Akku aus. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Bewegung davor ist. Wenn da ganz viel Bewegung vor ist, wenn da viel los ist, dann wird es wahrscheinlich auch nur 2 Wochen halten. Seid ihr ein Moff, ein Mensch ohne Freunde, dann hält das Ding wahrscheinlich auch 2 bis 3 Monate. Man kann es nicht pauschal sagen. Ich kann es nur so grob in die Richtung hinschätzen für euch. Und das ist unser Herzstück, das ist die Türklingel. Es gibt dafür einen Befestigungshalter. Den kann man entweder, wenn man möchte, mit Klebestreifen montieren oder halt mit dem mitgelieferten Schrauben. Hier wird die Klinge reingesteckt, eingerastet und zum Diebstahlschutz kann man das Ganze hier unten nochmal verschrauben. Sollte jemand die Verschraubung lösen und das ganze Gerät entfernen, dann wird man gewarnt. Ihr hört das. Hier oben ist ein Kontakt und dieser Kontakt sagt, hallo, hier hat mich jemand rausgenommen. Gucken wir uns die Vorderseite einmal an. Wir haben hier oben einen Bewegungsmelder, ein PIR. Das heißt, er reagiert auf Wärme, also nicht nur auf die Bewegung. Es muss auch warm sein und sich bewegen. Löst nicht ganz so schnell aus. Es kann natürlich passieren, wenn Blätter sich erwärmen, so wie hier, die direkt vor der Kamera hängen oder in der Nähe von der Kamera und sich dann bewegen, dass sowas mal auslöst. Aber eine bessere Möglichkeit eines Bewegungsmelders gibt es nicht. Das ist schon das Nonplusultra. Wohingegen die Geräte, die nur auf Bewegung reagieren, halt bei jedem Ast, der runterfällt oder Blatt, was durch die Gegend wirbelt, anfangen, Alarm zu schlagen, ist das immer noch die beste Variante. Hier haben wir unsere Linse, 720p, also HD. Es gibt auch Full-HD-Kameras. Allerdings, ihr seid unterwegs mit dem Handy, habt schlechtes Netz. Und das ist völlig ausreichend, wenn ihr 720p, also HD, habt. Und das ist übrigens das Format, was das erste deutsche Fernsehen auch als Full-HD verkaufen will. Auf jeden Fall habt ihr eine HD-Kamera mit 110 Grad Weitwinkel. In der Anleitung, da steht drin 160, 170, glaube ich. Das ist aber falsch, das sind 110 Grad Weitwinkel. Aber das ist schon ordentlich, das reicht völlig aus, um das, was vor der Tür passiert, zu erkennen. Wir haben es dann noch nicht so verzerrt, nicht so ein Weitwinkel. Das Einzige, was hier ein bisschen besser sein könnte, aber für den Preis völlig in Ordnung, finde ich, dass man nach oben und unten auch noch ein bisschen Weitwinkel hat. Aber es ist völlig okay. Hier oben sehen wir eine Fotozelle, die misst die Helligkeit. Ist es zu dunkel? Dann, das sieht man nicht, das ist hier verdunkeltes Glas und Plexiglas. Und darunter gehen dann insgesamt, das waren jetzt glaube ich 6 Infrarot. Lichter an, die die Person anstrahlen. Das sieht man nicht. Das ist, man sieht das an der Kamera, ja, ein leichtes Glimmen.
aber die Umgebung wird nicht heller. Man hat ein Schwarz-Weiß-Bild und hat quasi Nachtsicht. Also der Einbrecher oder der Klingelnde wird nicht geblendet, aber man kann ihn dann genau erkennen. Und das ist so wie bei Wildkameras und so weiter üblich. Hier sitzt das Mikrofon, denn unser Gegenüber kann natürlich auch mit uns sprechen. Und hier unten ist die Klingeltaste. Am Gerät selber klingelt es auch, das ist immer ganz schön. Dann weiß man als Mensch, der geklingelt hat, dass es auch funktioniert hat. Außerdem ist hier Bewegung davor, dann fängt unser Kreis hier unten auch an zu leuchten. Das heißt, die Person, die auf dem Hof kommt oder vor der Tür steht, weiß, sie wird beobachtet und fängt nicht an, polnisch einzukaufen. An der Unterseite haben wir die Lautsprecher und auf der Rückseite haben wir einen Reset-Knopf. Den muss man für 5 Sekunden gedrückt halten, dann startet das Ganze von vorne. Das machen wir jetzt auch, denn wir wollen die komplett neu einrichten, damit ihr seht, wie einfach das geht. Und hier, da sind die Schräubchen für unseren Klingeldraht. Dass wir quasi nicht auf die Akkus angewiesen sind. Die Akkus, das sind Lithium-Ionen-Akkus und die haben wirklich viel Dampf. Wie 8 herkömmliche Batterien liefern sie hier den Strom. Und die Laufzeit ist, wie gesagt, gekoppelt an dem, was man damit tut. Schritt 1, ihr müsst einmal die Folie abnehmen. Hier ist eine Folie zwischen den Batterien, sodass sie nicht schon vorher Kontakt bekommen. Und dann fängt das Ganze an zu laufen. Selbst wenn man eine Batterie rausnimmt oder eine defekt ist, läuft das Gerät trotzdem weiter. So ist das aufgebaut. Und schon von Anfang an funktioniert die Klingel. Also wir klingeln hier und es klingelt auch an der Steckdoseneinheit. Das haben wir uns jetzt mal gespart. Ihr wisst, wie das funktioniert. Das ganze System ist bereit zum Paaren. Falls es mal nicht so ist, drückt den Reset-Knopf für 5 Sekunden und dann startet das ganze System nochmal neu. Als nächstes brauchen wir die App. U-Bell heißt sie. In der Anleitung, die ist auch in Deutsch, schlecht übersetzt, aber verständlich, können wir natürlich unsere App hier runterladen und dann können wir ein intelligentes Gerät hinzufügen. Intelligentes Gerät installieren. Jetzt brauchen wir etwas Ruhe. Natürlich müssen wir das Wi-Fi einrichten und einmal unser Passwort des Wi-Fis weiter konfigurieren. Und jetzt werden diese Informationen über diesen Ton an die Kamera übertragen und abgespeichert. Wir sehen hier einen Fortschritt, wie weit das Ganze ist. Die Kamera hat schon Bescheid gegeben, dass alles da ist. Jetzt können wir für die Kamera selbst noch ein Passwort festlegen. Übrigens, jedes Familienmitglied kann sich das Ganze hier runterladen und auch benutzen. Jetzt müssen wir noch einmal den Bereich auswählen, außerhalb Festland China oder Festland China. Wir sind außerhalb und dann gehen wir auf Fertig und schon ist die Kamera im Prinzip betriebsbereit. Ich nehme jetzt mal die einfachste Variante und klebe das Ganze einfach fest. Wichtig, habt ihr es angeklebt, lasst den Kleber auch eben ein paar Stunden einziehen. So 4 bis 8 Stunden. Und danach hat sich der Kleber auf jeden Fall hundertprozentig mit der Oberfläche verbunden. Das geht im Test natürlich nicht. Die Klingel funktioniert jetzt als Bewegungsmelder und auch als Klingel. Das heißt, wenn wir hier klingeln, fängt das Handy auch gleich an zu bimmeln. Und natürlich unsere Steckdosenstation klingelt auch. Wir bekommen hier die Information, da ist irgendwas los, da hat jemand geklingelt. Und wir sehen, da steht der nette Mann von den Zeugen Jehovas davor. Wir können hier auch eine SD-Karte mit reinschieben. Und zwar kommt die hier oben rein. Damit werden alle Videos quasi, bis die Speicherkarte voll ist, dann wird von vorne begonnen, die zu überschreiben. Da werden natürlich alle Videos drauf aufgezeichnet, was es zusätzlich als Service von diesem Hersteller gibt. Und das finde ich sehr genial, das ist die Cloud. Das heißt, die Videos werden ja in China gespeichert und man kann die so ungefähr bis zu 24 Stunden abrufen und zurückziehen. Hier an dieser Uhrzeit kann man genau sehen, wann was war. Es gibt Kameras, da kann man auch bis auf Tage das Ganze zurück, also nachvollziehen. Und das wird dann auch in dieser Cloud gespeichert. Hat aber den Nachteil, das ist dann nicht mehr umsonst. Diese Cloud ist in dem Kaufpreis mit drin. Alternativ, wer keine Cloud möchte, kann das Ganze über SD laufen lassen. Und dann wird das Ganze direkt von der SD-Karte abgerufen. Ist aber immer langsamer als eine Cloud. Wir können besser direkt mit dem Server kommunizieren, als wenn wir erst über das häusliche WLAN auf unsere Kamera zugreifen. Also wir können mit dem Handy hier von der ganzen Welt aus gucken, wer an der Tür klingelt und mit dem Gegenüber auch sprechen. Wir können außerdem Fotos machen. Wir können Video aufzeichnen. Wir hören auch, was der Gegenüber vor uns an der Tür sagt. Und wir können auch mit dem Gegenüber. Das ist natürlich die Rückkopplung. Stell das Paket da unten hin. Wir können in die App natürlich auch mehrere Kameras mit einbauen. Haben wir eine Firma mit mehreren Türen oder irgendwas anderes, was auch immer, dann kann man hier mehrere Kameras mit einbauen und wird auch sofort informiert. Andere Mitglieder können sich natürlich auch die App runterladen und diesen QR-Code scannen und sind somit auch mit im System integriert. Wir können das Ganze natürlich hier im Querformat anschauen und natürlich auch im normalen Menü. Wir können die Fotos angucken, wir können auch reinzoomen.
Wir können schwenken, beziehungsweise das ist ein Bildausschnitt. Die Kamera selbst schwenkt nicht. Wir können die Stimmen bzw. das Mikrofon aktivieren oder deaktivieren, dass wir den Gegenüber hören oder nicht hören. Und die Einstellung auf jeden Fall ganz interessant, denn hier können wir das Bild drehen, hängt zum Beispiel die Kamera falsch rum. Wir können den Bewegungsmelder einstellen, weil es wäre ja total nervig, wenn nur jemand vorbeigeht und sofort das ganze System anspringt und man jedes Mal eine Nachricht aufs Handy bekommt. Wir können zwischen 5, 15 und 30 Sekunden, war das, glaube ich, umstellen. Dann erkennt das System das und gibt dann erst Alarm. Natürlich, wenn jemand klingelt, bekommen wir sofort die Nachricht aufs Handy. Es klingelt hier, es klingelt da und es klingelt natürlich drinnen an unserer Steckdosenstation. Die Verbindung ist relativ schnell da. Bei unserem WLAN, wir haben relativ schlechtes Internet und dementsprechend haben wir natürlich auch eine schlechte Verbindung. Die Videoübertragung ist ungefähr im Versatz von einer Sekunde, das ist in Ordnung. Da lässt sich auf jeden Fall mit kommunizieren. Wir können auch die aktive Überwachungszeit, also nachdem ein Alarm ausgelöst worden ist, wie lange das Ganze gefilmt werden soll, können wir einstellen. Den LED-Modus, hier ist ganz schön, hier ist die häufige Bewegung davor. Dann geht natürlich auch der Bewegungsmelder an und schickt uns ein Videosignal. Und der Gegenüber sieht durch das Leuchten dieses Klingelknopfes hier, dass er aufgenommen wird oder dass da irgendwas passiert, dass er nicht unbehelligt irgendwas am Haus machen kann. Für 59,99 war das jetzt bei Amazon zu haben. Wenn ich noch so einen Gutscheincode bekomme, packe ich euch den auch unter dem Video mit in die Infobox mit rein. Dann kriegt ihr es vielleicht noch mal ein bisschen günstiger. Der Link ist auf jeden Fall da unten drin. Die Anleitung war auf Deutsch, ein schlechtes Deutsch. Ich würde sagen, kommen wir also zum Fazit. Das Ganze ist leicht, einfach und verständlich, was nicht immer selbstverständlich ist bei solchen Produkten. Oft gibt es Zickerei, wie gesagt, bei der Installation. Aber hier, das funktioniert super. Vor allen Dingen haben wir einen Stecker, den wir in die Steckdose stecken können, wie die normale Klingel, falls Opa oder Oma das nicht kapieren, wie es funktioniert. Dann haben wir als Zusatz natürlich die Möglichkeit, das Ganze mit dem Handy zu verbinden. Wir haben zwei Wege Audio, wir haben einen Weg Video. Der Gegenüber muss natürlich nicht sehen, wenn wir im Morgenmantel stehen oder wo wir gerade sind. Wir können dem Paketboten auch mal sagen, dass das Paket hinstellt, auch wenn wir nicht da sind. Das dürfen die. Die dürfen dann auch selbst mit ihrem eigenen Namen unterschreiben. Das weiß ich, weil ich selbst als Paketbote einmal gearbeitet habe. Die Dinger funktionieren wirklich gut. Wir haben dicke, fette Akkus, womit wir auch mal einen Monat autark sein können, ohne dass wir direkt am Strom sein müssen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, unseren Klingeldraht hier direkt anzuschließen. Das finde ich super. Die ganze Haptik, die ganze Form und so weiter ist super. Wir haben eine Diebstahlsicherung, bekommen sogar Bescheid, dass unser Gerät hier aus dem Holster genommen wird. Wir können das Ganze natürlich auch noch mit Kleb- und Dichtfest machen. Wenn wir es eher an den Klingeldraht befestigt haben, müssen wir es ja nicht nochmal abnehmen. Der Weitwinkel mit 110, 120 ungefähr ist in meinen Augen ausreichend. Klar, es gibt 170, haben wir aber den Fischei-Effekt. Ob man das möchte, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben hier einen Bewegungsmelder mit dran, der das Ganze nicht nur zur Türklingel macht oder mit Gegensprechanlage, sondern auch zur Überwachungskamera, was Ring für 180 oder 200 Euro zum Beispiel nicht hinkriegt. Bei den meisten Kameras ist es so, dass sie gar keinen Bewegungsmelder haben. Die haben Motion Detecting, das heißt, die Kamera, die läuft die ganze Zeit und das heißt, sie frisst auch die ganze Zeit Strom. Diese Kamera springt nur an, wenn der Bewegungsmelder die Information gibt, hier ist was los, hier ist was passiert. Wie schon erwähnt, den Nachtsichtmodus haben wir, das heißt, wir können auch im Dunkeln erkennen, wer davor steht. Die Reichweite für sowas beschränkt sich ungefähr auf 2 Meter, danach wird man es nicht mehr erkennen können, weil wären diese Lichter, diese Infrarot-LED-Lichter heller, dann würde der Gegenüber geblendet bzw. überbelichtet, man wird ja nicht geblendet, weil man es gar nicht sieht, wird überbelichtet und somit nicht mehr erkennbar. Deswegen auf 2 bis 3 Meter ist aber bei einer Türklingel, denke ich mal, bei einer Gegensprechanlage völlig in Ordnung. Ganz wichtig, Multi-User, also viele Benutzer, alle Benutzer im Haus können sich diese App runterladen und mit denen kann man das teilen. Und das ist auf jeden Fall eine vernünftige Sache in meinen Augen, weil was nützt das, wenn nur einer die App hat oder nur irgendwo ein Monitor hängt? Man muss ja auch nicht extra aufstehen und gucken, sondern kann das bequem aus dem Bett vom Handy, das hat man eh immer heutzutage mit dabei. Läuft mit iOS und mit Android auf jeden Fall. Preis-Leistung ist super, gar keine Frage. Im Gegensatz zu Ring und den ganzen anderen finde ich den Preis mega gut. Es lässt sich einfach installieren. Man kann es auch festschrauben, man kann es auch einfach nur kleben. Das finde ich super. Ja, man kann hier verschiedene Klingeltöne einstellen. Über 50 an der Zahl für jede Jahreszeit und Geschmack was dabei. Diese Dinger sind nicht extra erhältlich, beziehungsweise der Hersteller arbeitet da noch dran, die auch auf den Markt zu bringen und dass man die auch bei Amazon kaufen kann, dass man quasi mehrere Steckdosen damit besetzen kann. Braucht man nicht unbedingt, weil ja eh mit dem Handy die Information kommt und das Teil selbst auch sehr laut ist. Man kann natürlich Lautstärke einstellen, fand ich gut, und die Melodien einfach wechseln. Genial, dass die Cloud mit dem Preis inklusive ist. Klar, man kann jetzt nicht auf mehrere Kalendertage zurückgreifen, sondern immer nur den aktuellen Tag oder die letzten Stunden einmal zurückswitchen. Ist aber völlig ausreichend, guckt man eh nicht nach. Also ich jedenfalls nicht.
Ich hoffe soweit, ich konnte euch weiterhelfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Gerät über meinen Link bestellt. Kriege ein bisschen was von ab, dadurch ist das Produkt nicht teurer. Sollte ich noch einen Produktcode bekommen, also einen Gutscheincode von Amazon, packe ich den unten rein. Soweit, so gut. Abo wäre Ehrensache. Wir sehen uns, euer Paul Kramer vom Videocheck. Macht's gut. Ciao.